Willkommen zur nächsten Folge von Space Astronomy an diesem wunderschönen Freitag. Und ich glaube, gleich kommt noch eine Mod-Vorstellung. Mal wieder habe ich dran gedacht und es nicht so wie letzte Woche vergessen. Aber genug davon, denn heute steht, glaube ich, mal wieder Gold auf dem Plan. Ja, Gold ist immer geil. Und wir wollten letzte Folge, glaube ich, diese schönen ME-Speicherzellchen bauen oder nebenbei auch machen. So wie irgendwie, keine Ahnung, habe ich überlegt gehabt und angefangen. Und ich lade wieder so viel Krams. Also, wir wollten hier Speicherzellen bauen. Und ja, dafür mussten wir, glaube ich, jetzt noch von den gelben welche haben. Jetzt brauchen wir jetzt, glaube ich, 6. Ne? So. 6. Und die müssen dann irgendwie in die Teile gebaut werden. Das heißt, brauchen wir Kalkulationsteile. Und Kalkulation war, glaube ich, Zertusquartz-Sache, ne? Meine ich. Und jetzt habe ich bestimmt alles Silizium. Nein. Oh. Hat er mitgedacht? Ach nee, ach ja, genau, der reine Zertusquarz muss da ja rein, ne? Glaube ich, war das doch so? Ja. Dann machen wir daraus welche. Und währenddessen ist, glaube ich, unserem Keller auch hier wieder ein bisschen Stahl geschmolzen, denn wir brauchen ja auch noch einen besseren Ofen für mehr Stahl. Also auch brauchen wir eigentlich nicht, die Rakete haben wir schon, aber ich wollte halt haben, weil, naja, auf Dauer ist es ein bisschen lästig, immer mit dem einen Ofen da rumzuhantieren, meine Stimme kackt gerade ab. Sekunde bitte. So, Stimme aufgehalten und wieder eingefangen. Das ist super gut, ne? So, Gold und Gold. Dabei fällt mir ein, habe ich jetzt oben letztes Mal die schöne Yellowrite-Anlage gebaut. Aber so wie ich mich kenne, habe ich die natürlich nicht befüllt, ne? Ja, war irgendwie klar, so, ne? Ich meine, man kennt ja mich, man kennt meinen Arbeitsstil und man weiß, dass das natürlich nie klappen wird. Und wie wir sehen hier, der Strom wird nicht reichen, denn so schnell wie das hier rausfliegt, wird es sich auf kurz und lang aufhängen, aber egal, lass mal verlaufen. Gucken, was dabei rumkommt. Wir könnten natürlich das Ding da abklemmen und da oben hinstellen, aber nö. Warum sollten wir? So, next one. Ich wette, da fehlt genau wieder einer, weil das ist diese kritische Zahl gewesen. Dieses 1, 2 irgendwas. Ich kenne die, die habe ich schon mal gehabt, diese Zahl, ne? Oder? Oder? Ja. Es war die kritische Zahl. Es fehlt mir genau einer. Währenddessen kann man hier nebenan schon mal ein bisschen Zinn rauslaufen und das Gold kann die Biege machen. Währenddessen die dort in die Biege, ja doch, machen. Ah, nein, 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 nicht alle, nicht alle, nicht alle, nicht alle, bitte nicht. Oh Gott. Jetzt hätte ich fast wieder alle durchgekompressed hier oben, ne? King Organization is back on the hood. Ne, back on fleek, back on hood. Back on fleek. Hört sich besser an. So, Stahl. Are you receiving me? Ich glaube, wir hatten gesagt, 26 brauchen wir, oder? Ah, Moment. 9, 18, 27 minus 1? Nee. Gar nicht wahr, wir brauchen noch 26, das Ding ist ja nicht hohl. Hahaha. Genau, das wäre es gewesen. Das Ding ist ja gar nicht hohl innen drin. Stimmt, das war ja voll. Ach, yeah. Der was a mistake meinerseits, ich erinnere mich, da war es dann innen drin plötzlich doch nicht hohl, sondern voll und... Ja, ich wollte gerade sagen, du bist doch auch voll hier. Wer ist nicht voll um diese Uhrzeit? Also mir sind es gerade irgendwie 0.21 Uhr, also um die Uhrzeit ist jeder voll. Und ein bisschen Koks muss sein. Nein, kein Koks. Koks ist böse. Lass die Finger von Koks. Ich habe da zwar keine Erfahrung mit, aber man hört ja von Leuten. Also ich kenne Leute, die kennen Leute, die kennen auch sowas. Ne? Also, ja, Calculation Prozessor, schön, danke schön. Habe ich auch wieder Quarzglas? Ja, habe ich, perfekt. Dann gib mich mal hier weiter. Redstone habe ich auch noch. Perfekto. Guck mal hier. Ganz einfach. Zwei Zellen. Und die wiederum kann ich jetzt in eine Speicherzelle machen. Nee, kann ich nicht. Ich habe kein Eisen. Schade. Na gut, Eisen ist jetzt nicht so das Problemchen hier, glaube ich. Also, ich habe Sachen, die habe ich wesentlich seltener gehabt. Und dazu gehört definitiv Eisen. Nicht. So, one quest complete. 50% der Quest hier kommt die Automatic Machine. Ach so, ja, hier diese komischen Import- und Exportbusse. Und ja, unser ME-System wächst langsam auf hier drauf. Also wir sehen, die Festplatten gehen auch langsam voll, aber ja, immer nachstopfen, dann passt das irgendwann. Alte Regel, ne? Solange du noch nachstopfen kannst, stopf nach. Ich weiß zwar nicht, wohin das sich jetzt bezieht, auf welche Regel, und das braucht da gar nicht rein. So, das da darf da rein und das kommt da oben rein. Und. Okay, da stehen läuft doch irgendwie durch. Naja. Mehr oder weniger läuft sie durch. Einen einsamen Laufweg hat sie. Und das dürfte fast komplett ausreichen für einen ganzen Block noch. Also es reicht aus, das weiß ich. Und der Rest kommt dann per Guste raus. Und
Ja. Das ist jetzt der Moment, wo man sich denken könnte, was ist da eigentlich für ein Vollpfosten am Werk? Er sagt, er braucht Stahl. Was fehlt? Das Eisen. Warum fehlt es? Ganz einfach. Es ist zu einfach. Ja. Und jetzt fehlen immer noch, fünf, ne? Hier. Nee, doch. Nee. Vier. Ja, rechnen um die Uhrzeit ist auch so eine Sache, ne? Liebe Leute, rechnet nicht so spät. Das tut euch nicht gut. So, her damit. Dankeschön. So, wir könnten nebenbei auch schon mal unsere Raketenstartrampe hier ausheben, aber da können wir auch heute nochmal Livestream machen. Also, heute Abend kommt auf jeden Fall Livestream für Gomme, das kann ich schon mal zu 90% versprechen, aber vielleicht kommt ja auch noch was etwas früher ein etwas anderer Stream hier zu unserem Modpack unserer Wahl, vielleicht, wer weiß. Und, egal, das kann da reinfallen. Wenn es weg ist, ist nicht schlimm. Wir haben genug Blei. Bleifuß, ne? Bleifuß, bleierne Ente, ne? Wer macht beim Schwimmen die bleierne Ente? Ich. Das erste machen muss, ins Wasser reingehen, platsch, fallen lassen, absaufen. So, jetzt sind wir am Moment angekommen, wo wir keinen Strom mehr haben. Schade. Da würde ich mal behaupten, ab ins Bett, sobald das geht, dann haben wir wieder etwas mehr Strom. Ja, es geht. Muss sagen, ich sehe von innen noch hübscher aus als von außen. Nicht. Ja, wir könnten die Öfen mal weghängen oder in den Boden. Wir können die Öfen in den Boden versenken. Aber können wir auch bleiben lassen. Wenn ich so drüber nachdenke, nein, nein. So, wir könnten aber allerdings mal hier mit den Spawn-Eiern was anfangen, weil, naja, die gammeln jetzt auch langsam vor sich hier hin. Man könnte damit, naja, Experimente treiben und, ja, jetzt ist hier geil Blut drin, super. Ja, toll. Also, ich wollte eigentlich nur das Zeug da rausholen, aber wie man sieht, hat es mal wieder super funktioniert, ne? Mein übliches Glück, ja. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. So, jetzt fehlen immer noch drei. Das wird noch dauern, habe ich das Gefühl. Deswegen könnten wir tatsächlich wirklich jetzt mal, ohne Witz, uns den Excavator nehmen. Unseren silbernen. Und dann einfach mal schon mal hier in den Busch springen. Und hier schon mal, naja, zumindest so ein bisschen hier mal eine Grube schaufeln. Ne? Wir schaufeln unser eigenes Grab, wie man es so schön sagt. Denn hier soll ja irgendwie die Raketenabschlussbasis rein. Dieses, Gebilde hier, was sich hier so Schlucht schimpft, ne? Dieses kleine Löchlein hier. Das heißt, wir werden hier einfach mal so ein bisschen graben. Das Ganze würde ich am liebsten mit der Builders Wand bauen, aber ich habe keinen Bock auf diese tollen Ritual-Dinger da mit diesen instabilen Barrenteilen. Das habe ich letztes Mal schon nicht hinbekommen. Ne? Jeder, der dabei war, kennt das. Ich und Extra Utilities, wir sind nicht unbedingt die besten Freunde. Zumindest was die komischen labilen Barren angeht. Die haben ja schon öfter mal was kaputt gemacht. Und naja. Kann ich drauf verzichten, wenn ich ehrlich bin. Das muss nicht sein. Und wir könnten auch mal auf unseren Hammer Autosmell drauf machen. Genau, drauf. Wir machen mal drauf, ne? Immer alles drauf machen, ne? Ich merke schon. Was soll die Draufgänger hier? Crew der Draufgänger. Draufgehen, draufgehen, draufgehen. Mit den Draufgängern. So, ja. Wir buddeln hier mal einfach bisschen alle Richtungen einfach frei. Man kann ja nachher immer noch irgendwas hier wieder zutackern. Das ist ja jetzt keine große Sache. Wobei wir vielleicht ein bisschen vom Haus wegbleiben sollten, weil das muss ja nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn die Rakete schon startet. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile irgendwas gibt, das da irgendwas Feuer fangen kann. Ich hoffe mal nicht. Ich wohne in einem Wald. Das sagt ja hier alles, ne? Ich wohne in einem Wald. Hier kommt kein Feuer rein. Das ist eher kontraproduktiv. So. So, ja, also die Grube ist jetzt mehr so wie eine Grube, also sieht schon aus wie eine Grube, ne, also, ne, Ziel erreicht, würde ich mal sagen, ne, für die heutige Folge, wir haben eine Grube gegraben, das muss erstmal reichen, wobei ich natürlich noch etwas tiefer gehen könnte, weil ich habe ja vor mit diesen, hier mit den Zugbrücken von Tinkers Meshwork, heißt die Mod, glaube ich, kann man ja so Zugbrücken bauen, die quasi dann hier einfach abschließen und, ja, dann, sieht man hier quasi nichts mehr davon, außer dass da irgendwas sein könnte. Und das Ganze wird eh vom Keller aus begangen werden. Von daher mal schauen. Jetzt hoffe ich mal, dass in der Zeit des Gelabers jetzt hier der Kram vielleicht fertig ist. Dieses Geräusch immer. I don't like them. So, das kommt hier in die Erzkiste hier rein. Da haben wir Bleiblöcke. Ich hasse diese Bleiblöcke, die sehen so hässlich aus. Ich mag diese blauen, die blauen Barren lieber. Also, ja gut, ich habe gar keine mehr davon. Auch gut, aber komm, jetzt habe ich drei Stahl. Ja, yeah, perfektes Timing hier. Drei Stahl haben wir fertig. Dann würde ich sagen, reißen wir den Ofen jetzt ab, ne? Zack, zack, zack. So, der Ofen ist weg. Das sind genau 27 und 27. Das ergibt dann 27 und ja. 100 pro
habe ich jetzt wieder irgendwas falsch gemacht, denn das ist garantiert nicht so einfach. Ich kenne mich und mein Glück, das ist... Ja, das war klar, dass das nicht funktionieren wird. Da war irgendwas jetzt wieder, was ich nicht beachtet habe. Das schreit ja nach einer Arbeit des Googlens. Verwendungszweck. Gar nichts. Ja, noch toller. Oder muss ich das irgendwie... Internet ist wirklich holbar? Ich weiß ja nicht. Es ist schön, wenn ich immer irgendwas weiß, weil ich entweder was rausgefunden habe oder was mir gesagt hat und ich es aber nicht hinbekomme, ne? Super. Super, jetzt habe ich hier 1000 Blöcke irgendwas und habe keinen Plan, was die können. Ja, nice. Das ist natürlich gut. Habe auch keinen Stahl mehr. Perfekt. Das ist natürlich super. Ja, gut. Das heißt, bis nächste Folge werde ich dann mal, oder bis zum nächsten Livestream vielleicht ausgoogeln müssen, was das jetzt war, was mich da jetzt so, naja, blöd aussehen hat lassen. Das würde mich dann auch mal interessieren. Und ja, wo packe ich das jetzt hin? Komm, packen wir mal hier rein. So, jetzt ist wieder mal Ende damit. Das heißt, wir widmen uns wieder anderen Sachen. Das heißt, vielleicht dem ME-System. Das ist ja momentan noch netter zu mir. Also, was ist der nächste Quest? Der nächste Quest ist ein Exportbus, Importbus und Schnittstelle. Aha. Wie viel davon? 1, 1 und 1. Aha, das riecht dann nochmal wieder nach Applied Energy Sticks, ne? Es stinkt zum Himmel. At Applied Energy Sticks. Es stinkt mal wieder richtig zum Himmel. Ich merke schon. Ja, gut. ME-Exportbus. Formatierungschip. Dafür müssen wir das hier oben pulverisieren. Mal wieder, ne? Mach direkt mal 4. So, Pulverisierer im Boden. Wo ist der Pulverisierer? Schnittstelle. Oh, okay, das heißt, wir müssen quasi, wir kriegen ja immer 2 von raus, ne? Ja, perfekt. Das heißt, wir haben quasi dann genau richtig dafür, wenn wir jetzt noch 2 Pistons finden. Wo ich genau weiß, dass ich die noch mindestens da habe, 2 Stück. Und brauche ich auch Kerne? Ja, okay, Logik. Chorus brauche ich auch noch. Und ich brauche, was war das gerade? Quarz? Quarz, habe ich Quarz? 100 pro wieder ein Quarzstück? Nein. Ich habe noch Quarz da. Oh. So, dann hieb mich mal das da unten zurück. Und dann looken wir mal. Wir brauchen nämlich, was brauchen wir? Wir brauchen einen, wie heißt das Gerät? Annihilationschor-Dingens da. Und dann brauchen wir den anderen, das Gegenstück. Der ist das andere, das ist der Formationskern. Und das war genau richtig. Und jetzt brauchen wir Eisen. Richtig. Und zwar brauchen wir ein EME. Ach so, es sind Sticky Pistons. Oder ist es nur einer oder sind es beide? Es ist nur ein Sticky Piston. Okay, dann machen wir erstmal den hier, damit wir nachher nicht dann irgendwas doppelt haben. Ich meine, ich kenne mich ja nur so. Würde ich jetzt auch hinbekommen, den jetzt auch noch zu verkacken. Den einzelnen Crafting-Schritt hier. Ist zwar nicht so schwer, aber naja, man kennt es ja. Ne? So, den auch und. Das Teil wird gemacht mit Glas. Ja gut, das ist jetzt nicht teuer. Das tut jetzt auch nie weh. Das ist Glas, ne? Ich meine, was will man dazu sagen? Klare Sache, ne? Haha, klare Sache. Craft Setup, Crafting Terminals. Ja gut. Die sind schon etwas komplizierter. Mehr sind sie nicht. Die sind aber teuer. Wobei, ich habe ja genug. Ah, ich habe ja genug gemacht. Ah, ich bin so schlau. Ha, ich hab's geahnt. Ich wusste es doch, da kommt noch was. Ich wusste, da kommt noch was. Haha, ich hab's dir gezeigt, Mod. Mich überholst du nicht nochmal. So, guck mal hier. Oder habe ich noch irgendwo ein Bildschirm übrig? Ich habe doch noch einen Bildschirm gehabt, oder nicht? Ja, ich habe sogar noch einen Bildschirm gehabt. Wie crafte ich dich? Ach so, Moment. Ach, da war die Geschichte. Ja, ich erinnere mich auch im Stream. So, dann alle Welt geschrien hat, ich so, soll man machen und dann. Ja, ne? Verkacke ich's trotzdem. Das Glas fehlt. Ja, ich sehe es gerade. Bevor das jetzt irgendwer noch schreibt, das Glas fehlt. Ja, ich habe es gesehen, dass das Glas fehlt, ja. Soll ja vorkommen, dass man ein Glas vergisst. Und, habe ich zufälligerweise jetzt noch die Dinger übrig? Ja, sieh eine an. Gib mal her. Aha. Und den da. Brauche ich jetzt mal eine Crafting-Station für. Habe ich noch einen Kalkulationsprozessor? Bestimmt nicht, ne? Doch, ja, guck mal. Hat da mal jemand da mitgedacht hier? Ich sehe schon. Warum laber ich so komisch? Ich weiß ja nicht. So, Dichter wollte ich haben, ne? Gib mal her. Was fehlt? Du fehlst mir. Dann brauche ich Dichter. So. Das da raus, das da rüber, das da runter, das da rein. Zack, da haben wir beide. So. Leere Schablone, war klar. Komm, jetzt, ich will den Quest jetzt noch haben. Komm, wo sind die leeren Schablonen? Wo seid ihr?
Kollidierte Schablone, ich will die leeren haben. Hallo, leere Schablone, wo bist du? Entweder bin ich blind oder sie ist einfach nicht da. Sie ist nicht da. Doch, da ist sie. Ja gut, Glowstone, ein bisschen Glas und Eisen und dann einen Quarz. Das tut jetzt auch nicht weh. Außer es sind 5, dann tut es eventuell doch weh, weil ich dann natürlich genau ein Bauteil zu wenig habe. Ah nee, es reicht genau. Oh. Ist das noch Kingdom Place oder ist das schon Perfektion hier? Oh shit. Pick one. Quarter of a Heart. Was kann das eigentlich? Ich weiß es nicht, aber deswegen werde ich Exportbus, Importbus. Importbus brauchen wir, glaube ich, öfter für Autocrafting. Deswegen, wireless. Das machen wir dann in den nächsten Folgen oder so. Mal gucken. Und ja, aber ich muss sagen, das war's von jetzt gerade. Vielleicht, wie gesagt, kommen wir noch einen Livestream hierzu. Auf jeden Fall zu Gomme nach heute Abend. Und ja, bis dahin sehen wir uns dann bestimmt nochmal mit der Mordvorstellung gleich, hoffe ich, ne? Und ja, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.